Nun, liebes Publikum, kommen wir heute zu unserer Außenwette mit unserem Außenwettkandidaten Xaver Blickdurch und unserer bezaubernden Außenmoderatorin. Begrüßen Sie mit mir nun auf der Bühne das Unterhosenmodel und Markenbotschafterin der Pockinger Modeszene, Chamor und Ragala. Frauen, haltet eure Männer fest. Stefanie Hundzwinger. Hallo Markus. Hallo Stefanie. Hi. Hallo Markus. Hallo Pocking. Ich freue mich. Lass dich noch drücken. Komm her. Jetzt darfst du ja wieder, gell? Ja. Jetzt darf ich wieder. Also ich freue mich wieder einmal, die Assenwette moderieren zu dürfen. Unser heutiger Kandidat Xaver Blickdurch, ein langjähriger und hochqualifizierter Briefmarkenbefeuchter aus der Thalinger Ritze, kommt mit einer wahnsinnigen Wette zu uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Stefanie, unser Kandidat wartet ja bereits vor Ort. Mach dich bitte auf den Weg dorthin. Tschüss, Marking, bis gleich. Tschüss. Nein, Markus, ich kann dich nicht hören. Bin ich schon drin? Oh, jetzt. Ah, nun, haben wir ein Signal? Hallo? Hallo? Ja, hallo Markus Krautschal. Ja, ich verstehe dich. Ja, super. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind hier live hier in Pocking beim Zustellstützpunkt. Und hier ist schon unser Wettkandidat Xaver Blickdurch. Xaver, komm her zu mir. Hallo Xaver. Hallo. Hallo. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ja, natürlich Xaver. Darf ich auch noch jemanden grüßen? Selbstverständlich, Xaver. Ich würde gerne alle grüßen, die verstorben sind und mich gekannt haben, weil die sind so weit weg. Ja, schön. Und ich will auch noch einen grüßen, nämlich den ersten Dackelhundezuchtverein aus Niederfinsing mit ihrem ersten Vorstand, Fritz Stingelhammer. Fritz, grüß dich. Ja, schön, Xaver, schön, Xaver. Aber nun, Markus, jetzt geht es richtig zur Sache. Wir gehen jetzt dann live weiter zu unserer Wette. Nun, Xaver, auf geht's! Nun, seine Wette lautet, er muss innerhalb von 2 Stunden 2 von 3 Postautos in der Farbe erkennen. Nun, Xaver, bist du auch soweit? Ich bin bereit! Natürlich ist es ein Wahnsinn. Ich muss dich nochmal unterbrechen, Xaver. Die Menge tobt, eine Riesenstimmung. Es ist alles ausverkauft. Die Parkplätze sind überfüllt. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde sagen, top, die Wette gilt. Nun, Xaver. Hast du da eine Strategie, Xaver? Ich fange beim ersten an. Ja. Xaver, darf ich dich unterbrechen? Geht das? Es geht. Es geht? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Können wir den ersten auslassen? Xaver, ich würde sagen, nehmen wir das nächste Auto, Xaver. Es wird natürlich sehr, sehr schwierig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich würde sagen, lassen wir das zweite Auto. Konzentrieren Sie sich, Xaver! Es ist richtig spannend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zitrone! Das ist Zitrone! Das ist einer! Das ist einer! Ja, sensationell! Super, Xaver! Das hast du super spitze gemacht!
Nun gehen wir gleich weiter zum nächsten Auto. Da sind wir. Da, ja, das sind so viele. Langsam, Xaver, nicht, dass du mir stecken bleibst. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Ich stecke fest. Ich stecke. Ja, Xaver, ich eile. Ich eile. Hilfe. Warte, Xaver, ich helfe dir. Moment. 2, 3. Hoch. Super, Xaver. Super. Sehr sportlich. Sehr sportlich. Es ist richtig spannend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er gibt wirklich alles, Xaver. Xaver, vorsichtig, es kann warm werden. Das ist einer, das ist einer. Sind Sie, sind Sie sicher? Ja. Sensationell! Nummer 2! Herzlichen Glückwunsch! Klasse! Klasse, Xaver Victor! Nun, du hast die Wette gewonnen! Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist er, unser Gewinner vom heutigen Abend. Und nun zurück live ins Studio nach Fucking. Tschüss! Hey.